Willkommen zu Lava Lichter Lecker. An meiner Seite heute unfassbar gut gelaunt Oliver Welke, einer der besten Sportmoderatoren für die. Für dich würden ja selbst Fußballer neu lernen, stimmt's? Absolut. Ich habe dich gar nicht verstanden, weil es so laut war. Aber ich sag mal, ja, du hast recht. Das ist dieses Wahnsinnspublikum, weißt du? Die sind so. Wir haben ja heute 800 Mann hier. Ja. Aber die haben sich zum Glück aneinander gekuschelt, deswegen passen sie rein. Das ist der neue Kuschellook jetzt. Oliver, du warst schon einmal hier. Du hast damals wirklich Sensationelles geleistet, indem du Eier getrennt hast. Ja, da werde ich heute noch oft drauf angesprochen. Ja, also. Obwohl ich über 40 bin, hat meine Mutter, nachdem sie die Sendung gesehen hat, kurz überlegt, ob sie mich noch zur Adoption freigeben kann. Weil es ihr so peinlich war, dass ihre Freundin gesehen hat, dass ich fürs Trennen eines Eis so viel brauche wie Anna, um ihr Abitur nachzumachen. Aber es hat ja Spaß gemacht und darum geht's ja. Also ich fand's wunderschön und heute ist auch die Aufgabe mit dir gewachsen. Heute wird es richtig anstrengend. Du wirst nämlich ein Biskuit-Omelette kochen mit einem Himbeereis, welches er selber herstellen wird. Ja. Aber auch ich darf nicht fehlen. Ich werde heute was machen, was ich so aus Kindertagen so richtig lecker finde. Und zwar ein falsches Kotelett mit einem Würsing-Kartoffelstampf. Falsches Kotelett. Aber meine Damen und Herren, was wäre diese Sendung ohne den Menschen, den ich so verehre? Ohne den Menschen, für den selbst Spargel im Glas wieder hart wird. Johann Lafer. Ja. Das können wir heute gebrauchen, dass das Baden wieder hart wird, aber soll auch reich werden. Zunächst mal habe ich bei mir eine echte Eisprinzessin. Herzlich willkommen, Marika Kilius. Liebe Marika. Ja. Zunächst mal, ich verneige mich vor Ehrfurcht. Ach komm. Du siehst wirklich toll aus. Ich danke dir. Großartig. Liebe gegeben. Extra für dich. Ich frage es nicht gleich zu Anfang, ob das die jungen Männer machen, aber ich frage dich, was ist Geheimnis? Das war auch klar, dass das jetzt kommt. Aha. Gut. Soll ich dich lieber fragen, was du kochst? Nee, lieber nicht. Doch. Ich verlasse mich ganz auf dich. Und zwar, du solltest heute machen, Mehltan. Ich habe schon gelesen. Ja, dann lies noch mal vor. Oh je. Das wird nichts. Da steht aber nicht oh je. Guck, lies mal vor. Was musst du machen, Geister? Mediterrane Crepe-Röllchen für 4 Personen. Oh. Genau, das ist deine Aufgabe. Und ich versuche dem Spargel, der im Glas hart geworden ist, wieder weich zu machen, indem ich daraus ein Ragout mache mit Curry. Und dazu gibt es ganz leckere Riesengarnelen. So. Okay. Ich würde sagen, du fängst jetzt an. Du machst 2 Eier, ein Eigelb, Tomaten, Mehl, Milch, Tomatenmark, Salz, Thymian, Butter, Bienenkerne hier rein und machst daraus einen Crepe-Teig. Okay, hör auf. Ja. Was noch langsamer? Die Eier ganz komplett? Oder 2 Eier, ein Eigelb. Ja, das weiß ich schon. Okay. Nur Eigelb. Wenn es nicht geht, dann hole ich ein Eigelb, 2 ganze Eier. Also. Schale weglassen. Pass auf, ganz kurz, ich muss erst mal... Johann, der Horst hat ein Aufmerksamkeitsdefizit. Meine Damen und Herren, was wäre diese Sendung ohne die beste Zutat, nämlich ohne Horst Lichter? Hallo Johann! Guck mal hier. Ja, das ist eine Erinnerung, ne? Guck mal hier, Lava Lichter Lecker live aus Mallorca. Zur 100. Sendung machen wir im Juni einen Ausflug auf die Sonneninsel. Und ich freue mich sehr, Johann. Du im Bikini an dem Ofen. Es wird dein Traum werden. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, mitkommen wollen, www.lavalichterlecker.zdf.de. Dort können Sie erfahren, wie Sie mit uns gemeinsam diese Reise erleben können. Genau, und das ist nämlich schon heute in 3 Wochen. Und Johann, dann sind wir schon seit 100 Sendungen zusammen. Es ist unfassbar. Ja, muss man sagen. Ne? Ja. 100 Sendungen dann. Ja, gut. Johann, sollte die Frau Kilius Probleme haben mit dem Eiertrennen. Ich hätte an meiner Seite einen Spezialisten. Den europäischen Eiertrennen-Spezialisten. Ja, also ich würde ihn zur Verfügung stellen, für die Eier zu trennen. Okay, wir schauen jetzt mal, ob wir das selber hinbekommen. Gut. Ansonsten fangen wir jetzt mal an. Wir beide fangen auch und zwar an. Und machst jetzt hier rein, die Bienenkerne sind gerüstet. Komm mal her. So, Bienenkerne kommen hier rein, gell? Dann machst du klein, ist okay so, sind klein genug. So, dann machst du auch rein die Butter. Die kannst du alle reinmachen, so. Okay. Abkühlen lassen, weil da musst du mal gleich eine Sendung machen, weil sonst kriegen wir das Eis nie wieder fertig. Dann haben wir hier für dich wunderbar 2 ganze Eier in Eigelb, frische Himbeeren. Die tust du jetzt mit da rein. Ja.
Dann kommt da noch ein bisschen was Creme fraiche zu. Ja. Dann mixt du das Ganze schön mit auf. Mit dem Pürierstab? Mit dem Pürierstab, ja. Und pass auf. Ne? So, eigentlich müsstest du jetzt natürlich, das ist schon mal schwierig, die Himbeeren von der Glasschale trennen. Ja? Und einzeln oder? Nee, die kannst du schon komplett reintun. Gut. Das schön aufmixen, das kommt nachher in die Eismaschine. Und dann fängst du separat an mit dem Pfannkuchenteig, also mit dem Omeletteig. Das erkläre ich dir gleich schon mal ganz in Ruhe. Das ist total hygienisch, dass ich das mit den Fingern jetzt so da rauspople, oder? So sieht man das nur bei ganz großen Köchen. Da musst du ja selber essen, ne? Ach so. Aber, wird ja auch noch mal gefroren, da werden ja viele Keime dann sterben. Einfach noch ich verstehe nicht, wie man... Das, die Himbeeren sind ja schon mal gefroren, jetzt frierst du die noch mal. Ja, ja. Ja, Johann. Damit die sich vorher dran gewöhnen. Du redest mit den Tieren. Ja. Lass gib dir dafür einen Löffel. Löffel haben wir. Den Himbeeren war auch richtig kalt. Die habe ich erst mal aufgetaut und dann wieder eingefroren. Fängt das schon wieder an mit deinem Dreck hier rüberschmeißen, Johann? Das war ich nicht. Ja, klar warst du das. Das war auf deinem Spargel drauf. Wer soll das denn sonst gewesen sein? Okay, Malik, hast du alles reingemacht? Guck mal, wo er sie anfasst. Hallo? So bist du noch nie an jemand vorbeigegangen. Habt ihr das gesehen? Wie machst du das? Zeig mal. Schadela. Ja, ist gut? Okay. So. Olli, sag mal, wie machst du das? Du, aber da tust du ihm Unrecht. Das hat der Johann bei mir genauso gemacht, als ich auf der Seite gekocht habe. Ehrlich? Ja, ja, ja. Er macht da keine Unterschiede. Übrigens, wir beide kennen uns, ja? Da wird nichts, kein falscher Eindruck. Wir beide kennen uns auch. Aber wir kennen uns nicht so gut wie ihr, oder? Genau, weil die zwei kennen sich nämlich aus der Sauna. Das war eine ganz spannende Sache. Mach ruhig Krach. Johann, jetzt wird's ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir uns zurückhalten. So, genau. Tomatenmark dazu. Okay. Dann geben wir Mehl rein. Und ich glaube, das reicht Teig. Mit Thymian, oder? Genau, sonst reicht es jetzt. So. Jetzt machen wir noch die flüssige Butter dazu. Genau. Salz hast du drin schon, ja? Salz habe ich schon ein bisschen, ja. Ja, ein bisschen mehr, oder? Da ein bisschen mehr rein. Bisschen. Darf, jetzt müssen wir einfach hier... Geht auch. So, jetzt wird es ein schöner, glatter Pfannkuchenteig, ja? Aber unser Gerät ist lauter. So. Malika, wie schafft man es? Okay? So, wie schafft man es? Heute noch Sport? Machst du noch Sport? Ja. Ja, viel? Was ist? Ja? Also ich gehe jeden Morgen bestimmt eine Stunde joggen, Gymnastik, das mache ich schon morgens. Das habe ich heute Morgen auch gemacht. Wenn man 60 und 64 zweite Olympiade war, ja? Ja. Zweimal Weltmeisterin und sechsmal Europameisterin. Dann, meine Damen und Herren, muss man Sport treiben. Da muss man Sport treiben, oder? Genau. Kann man nicht mehr aufhören. Genau. So. Jetzt Den Teig haben wir. Hast du ein bisschen Öl? Ja, nee, warte, das dauert noch. Das dauert Du kannst noch. Schon mal hier vorne die Oliven klein schneiden, bitte. Die sind da vorne. Gut. So. So, geht's dir gut, Johann? Also mir geht's im Prinzip ganz gut. Hast du sie schon gefragt, ob sie dir eine Ausbildung gibt? Der Eichlaufen, komm, ein bisschen Ich würde es zu gerne sehen, Johann auf Schlittschuhen. Nee. Ja? Doch, Johann, stell dir mal vor, wir beide auf Schlittschuhen, neues Eismusical mit einem Herd. Ich kann Eichlaufen, ja, kann ich. Also. Gott, ich kann Eichlaufen. Nun? Das ist sehr schön, dann gehen wir auf Mallorca mal richtig fein Eislaufen. Da freue ich mich schon drauf. Pass auf, den brauchst du ja gleich noch mal. Weil du musst die Himbeeren noch mixen. Nee, das ist das gleiche dran. Oliver, kannst du dann auch noch mal nehmen. Wie war die Resonanz beim letzten Mal, als du da warst? Danach? Bitte was? Wie war die Resonanz? Ja, wie gesagt, das Eiertrennen war ein großer Ankommer. Und ich habe dann einmal den Nachtisch, den wir damals gemacht haben, sogar noch mal nachgekocht. Und er ähnelte dem, was du hier gezeigt hast. Also zumindest super. Vom Siehst Aussehen, vom Geschmack. Ja. Sollen die Zuschauer noch einmal sagen, hier lernt man nichts. Guck mal, der hat es sogar nachgemacht. Eine der wenigen Sendungen, wo man was lernt. Ja, das siehst du mal hier. Ja. Was hast du gehört? Was bitte, Johann? Er war letztes Mal bei mir und hat was gelernt. Ja, bei mir lernt er heute auch richtig was. Doch, glaub mal. Zum Beispiel, was ein falsches Kotelett ist. Was zum Beispiel ein falsches Kotelett ist. Ich könnte dir auch was ganz Neues beibringen. Möchtest du wissen? Ja. Weißt du, warum ein Eisbein Eisbein heißt? Nein. Weil man früher aus dem Knochen von dem Eisbein Schlittschuhe gemacht hat. Frau Gilius weiß das. Wirklich? Das stimmt, aber die Leute sagen, bei dir glaubt keiner mehr was. Das ist die Wahrheit. Klar. Darf ich es reinkippen? Ja. Frau Gilius, sind Sie früher auch noch auf sowas gelaufen? Ja. Ehrlich? Klar. Nee. Ich laufe auf allem. Nein, jetzt ganz ehrlich.
Weil ich habe das nachgelesen, das stimmt ja tatsächlich. Und deswegen bin ich darüber so überrascht. So, das wird das Eis gleich. Mhm. Ne? Da ist schön alles hier rein. Das so, sieht doch von der Farbe her ganz toll aus. Ja. Den Mixer kann man weg tun. So. Übrigens, auf einem falschen Kontinent kannst du kein Ski laufen, kein Schlittschuh fahren. Geht nicht. Erstmal gespannt. Ja, Johann, das ist ein falsches Kotelett. Ja, falsches Kotelett, das ist halt kein Kotelett, das ist was anderes da drin. Ja, was ist falsch? Da ist zum Beispiel das Fleisch nicht ein Kotelett, wie man glauben mag. Sondern? Sondern bei mir ist es Bauchspeck. Das hat man früher gemacht, weil einfach ein Kotelett zu teuer war. Und dann hat man hier diesen schönen, guck mal hier, Johann. Ja. Ja, das wurde dann schön gewürzt, paniert und ausgebraten. Und dann ist so was, wo ich sage, lecker! Das ist falsches Kotelett. Ja. Ja? Also falsch, nur weil der Knochen Marika, würdest du das essen? Ja, das ist ja gar nicht das Kotelettstück. Hier, guck mal, eine Portion weniger, sie mag das nicht essen. Warum nicht? Ich esse kein Fleisch. Guck mal, wie schön das aussieht. Das sieht doch aus wie... Kein Fleisch. Wie Schweinecarpaccio. Kein Fleisch, keine Lust. Ganz ehrlich nicht? Nein. Gar kein Fleisch? Nein. Seit wann? Vegetarierin? Seit 15 Jahren. 15 Jahren. Mhm. Und? Olli, du kannst nicht ohne Fleisch leben, oder? Ich könnte schon, aber ich glaube, ich würde schlechte Laune kriegen auf die Dauer. Ja, ne? Ohne Fleisch ist doch grausam, ne? Ja, ja. Also ich finde das auch nicht schön, dass die Tiere dann, aber es ist ja für einen guten Zweck, sag ich mal. Nein, da muss man sehr aufpassen. Ja, da muss man sehr aufpassen. Und ich kaufe auch nur in so Bio-Fleischereien, wo die dann totgekitzelt werden und so. Also wo die, oder eines natürlichen Todes sterben und so. Man erkennt die ja auch sehr schön daran, dass die noch Birkenstock anhatten. Guck, ja, zum Beispiel. Genau. Ja. Man muss nur höllisch aufpassen, wenn er mit dem Bio-Wahn jetzt überhand nimmt, dann tanzen die demnächst in der Waldorfschule ihren Namen. Weißt du? Die Schweine. Ja, die Schweine. Ja, ja, ja. Ganz heftige Geschichte. So, da ich jetzt für dich dein Dessert mache. Nee, lass mich da auch mal was machen. Die Himbeeren. Du hast ja schon in die Eismaschine gekippt, ja. Da kommt jetzt von einer halben Zitrone der Saft dazu. Ja. Ja, so. Also nicht zu sauer machen. Mhm. Dann kommen da 40 Gramm Zucker zu. Ja. Dann mixst du das schön auf und dann streichst du das durch ein Sieb durch. Wird nicht auch noch ein bisschen was abgerieben von der... Ja, die Schale, aber du hast noch mehrere Zitronen. Die Zitronenschale kommt nachher mit unter diesen Omelette-Teig. Ah, okay. Okay? Ich bin mein Würsing am Schnibbeln hier, wie doll. Ich muss weinen. Johann, ist doch gar nicht so schlimm. Johann, ich bin doch hier. Also und ich habe hier. Fortinius mag dich auch. Guck mal, ich habe jetzt hier in diesem Doppelstufenwok habe ich hier Spargelstangen, geschält mit Schalotten und etwas Knoblauch. So, und jetzt gebe ich dazu. Ja, ich gehe schon. Prost. Hast du schon mal gegessen? Jetzt kommt dazu Ananas. Johann? So, jetzt kommt zu Spargel, kommt Ananas dazu. Guck mal ja, hier. Weißt du, was mir gerade einfällt? Baby-Ananas? Der Herr Welke moderiert doch immer die Wok-WM. Vielleicht können wir uns mit dem Doppel-Wok nächstes Jahr bewerben. Der Doppel gibt's ja nicht. Es gibt ja nur Vierer und Einer. Ja? Ja. Es gibt ja nur Vierer und Einer. Ja, aber wir haben den Doppel-Wok jetzt erfunden. Da sitzen wir beide drin. Johann in der tiefen Mulde, ich am Rand. Das wäre doch was. Stell dir mal vor, wir zwei damit da runter, Johann. Oder? Besser als mit der Grillpfanne. Wenn es der Kalmund schafft, schaffen wir das beide auch. Ja, der Kalli hat es tatsächlich nur die halbe Bahn runter geschafft und dann musste so eine Art Bergekran kommen. Und, weißt du, was ich aber schade finde? Dass er den Wok nicht mehr auskriegt. Der hat den ja immer noch. Kriegt er unter der Hose jetzt, meinst du? Ja, ja. Nein. Das stimmt nicht. Sitzt er so. Aber. Als damals Kalli in der Rinne war, das war ja nachdem das offizielle Rennen vorbei war, hatten wir Einschaltquoten von bis zu 50%, weil ganz Deutschland sehen wollte, wie Kalli. War ja auch schön. So. Ja. Ich weiß aber, was Kalli gesagt hat. Und Wok ist für den Arsch. Ja. Ich dachte fürs Kochen. Hör mal, Zitronensaft ist drin. Was kommt jetzt nochmal? Zucker? Zucker, genau. Zucker kommt noch dazu. Ja. Das ist genug. Das Ganze schön. Jetzt kommt wieder der Pürierstab, okay. Ja, genau. So. Ich bin hier Kartoffelchen am Kochen, jetzt muss ich den Würsing mal ein bisschen. Okay, genug jetzt. So. Jetzt backst du jetzt. Ui. Jetzt backst du als nächstes gleich diese Pfannkuchen, ja? Okay. Hier ist der Pfanne. Okay, jetzt schön hier den Spargel anschmissen mit der Currypaste. Jetzt geben wir erstmal dazu etwas Kokosmilch. Was ist das? Kokosmilch. Ja, grausam, ja. Sehr gut. So. Und dünsten jetzt erstmal den Schoss Weißwein da hast. Weißwein?
Ja, für dich würde ich Reben anbauen. Guck mal hier, eine wunderbare 49er Chateau de Migraine. So, guck mal hier. Und jetzt kannst du hier Pfannkuchen backen, ja? Hier ist ein Pinsel. Haben wir ein bisschen Öl. Da ist Öl und dann geht's los. Und ganz dünn den Teig reinmachen, ganz dünn, gell? Aha. Mediterrane Crepe gefüllt, so. Schön dünn auspacken. Aber nicht zu viel, gell? Das ist eine sehr ruhige Sendung, Johann. Was? Ich finde, es ist eine ruhige Sendung geworden. Ganz unter. Das stimmt. Man unterhält sich nicht mehr so. Wird eh zu viel geredet. Wir sind so angestrengt. Du weißt ja, dass Vegetarier Vorteile haben, ne? Ja. Jetzt? Die essen eigentlich Fleisch weg, ja? Die kriegen keine Falten, die werden welk. Zu meinem Nachnamen. Das ist, ich dachte, du wärst noch ein Mixen-Mensch. Das ist auch normal. So ist das richtig. Ja, ist auch für den Nachlass super, weil die brauchst du nicht beerdigen, die kannst du ja kompostieren. Das habe ich nicht gesagt. Nein, wo ist denn mein Deckel? Ah, hier. Ich rede mich um Kopf und Kragen. So, so das wird jetzt püriert durch das Sieb noch einmal. Ja, jetzt diese wunderbare Himbeermasse schön durch ein Sieb streichen, damit wir nicht mehr diese groben Stückchen da drin haben. Da sind ja kaum noch welche. Ja, mach mal hier so alles raus. So, danke dir. So, jetzt umdrehen. Das kann ich nicht. So. Und danach machst du den Teig. Ja. Da geht das endlich los mit dem Teilen der Eier. Ja. So, ich habe Kartoffelchen am Kochen. Ich bin in Wirsing am dünnsten. Ja. Hier habe ich ein bisschen Schmalz drin, ein bisschen Butter. Frischen Kümmel habe ich reingetan. Was? Salz, Pfeffer, Muskatnuss. Ja, Johann? Jetzt kümmere ich mich um meine falschen Koteletts. Willst du was lernen? Was sagst du, Johann? Wir versuchen jetzt mal einen doppelten Rittberger mit Pfannkuchen zu machen. Ah. Doppelter Rittberger ist was genau? Rückwärts abgesprungen vom einem Fuß, 2,5 Mal gedreht und wieder rückwärts gelandet. Mein falsches Kotelett springt in dreifachen Tulo. Jetzt bitte die Kamera. Genau. Aber dann musst du ein Kotelett einhaken. Gar nicht so einfach. Okay, als Trommelwirbel. Achtung. Also aufpassen jetzt. Wie rückwärts gedreht. Rückwärts. Zweimal gerollt, oder? Ja. Warte. Drei Stunden später. Komm, du kannst das doch schön moderieren. Moderier das mal an. Moment, Johann, Moment. Nein, ich bin kein Kommentator. Bitte schön, komm, moderier mal. Nein, ich kann ja nicht Pfannkuchen wetten. Du kannst das. Nein, du kannst das. Johann Lafer macht einen konzentrierten Eindruck. Der dreifache Rittberger zum ersten Mal in seiner Laufbahn. Gut, Spannung im Kampf. Das Publikum hält den Atem an. Bitte noch mal die Zeitlupe haben. Habt ihr mal eine Zeitlupe? Ja. Weißt du, was ich schön finde? Seit Tim Melzer gesagt hat, man macht kein Blödsinn mehr. Wir kochen nur noch schön. Seit der Zeit fängt er damit an. Unmöglich, Johann. Frau Kilius, welche Noten würden wir dafür geben? Boah. Was halten wir da jetzt hoch? Ist auch schon passiert, solche Sachen. Sag mal, eine B-Note gibt es noch. B-Note ist schlecht. Wir haben eine Slow-Mo, wir können das uns noch mal ganz in Ruhe bitte, angucken. Bitte. Da. Ich Anweisung, ja, hier geht alles ganz sauber. Ach, hier, Körperspannung hervorragend, Pfannenhaltung perfekt. Wo passiert der Fehler? Hier! Schwer zu sagen, wo der Fehler passiert ist. Wirklich. Du hast ja eigentlich alles richtig gemacht. Ja, also. Vielleicht hättest du dich nicht wegdrehen sollen. Johann, wir probieren jetzt den Doppelachsen, der ist viel einfacher. So, komm, jetzt machen wir gar nichts mehr, jetzt machen wir Pfannkuchen. Das Schöne ist, wenn... Also das ist langweilig, Pfannkuchen. So, wenn Johann sich dreht, das ist wie mit der Erde. Das dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Junge.
So, welche Figur hast du dir für diesen Pfannkuchen überlegt? Nix. Komm. Jetzt wird der Johann ernst. So. Wieso? Wir haben da noch jede Menge Teig. Wir können das noch zigmal machen. Nix. Guck mal. Johann, ohne Figur geht gar nichts. Mach mal eine Hebefigur. Heb sie dabei hoch. Genau. Komm. Ja. Komm, vergesse ich nie, wie du mit der kleinen Boxerin gemacht hast. Du meinst Frau Halmich wahrscheinlich. Ja, boah, war das klasse. Danach sah Johann eine ganze Zeit lang aus, du. Wie so ein Kotelett, von einer Seite gar. Im Gesicht schön verbrannt, das war ganz schön heftig. Haben die sich geprügelt hier, oder was? Nein, ich vergesse, das Verrückte war, Oliver, ich sag für Johann noch. Ja. Oh, du kochst heute mit Frau Halmich. Achte drauf, da ist manch einer mit einem blauen Auge rausgegangen. Ja. Was macht Johann? Hebt Frau Halmich hoch. Den Starken zu markieren. Ja. Sie holt das Backblech raus, es rutscht ihr aus, endet unter seinem Auge und Johann hatte ein blaues. Ging ruckzuck. Aber da habe ich richtig Angst um ihn gehabt, weil man muss ja mal überlegen, das hätte auch ins Auge gehen können, aber bei Johann kein Problem, der reißt den Kopf rechtzeitig weg. Ist schon okay. Guck mal, ich glaube, wir haben es jetzt hier, ne? Oder? Soll ich noch ein bisschen was raus? So, haben wir keinen nächsten Pfannkuchen? Übrigens, seit der Zeit sagt Johann immer, mit dem zweiten kocht man besser. Ja. Sag mal, Oliver, du machst demnächst oder bist in Planung voll dabei? Ja, es geht am 26. Mai, das ist ja dann, glaube ich, der kommende Dienstag los. Nach Neues aus der Anstalt hier im ZDF machen wir eine Nachrichtensatire, die wird Die Heute-Show heißen. Heute ist ja praktisch, weil so heißen hier ja die Nachrichten und Show, um den Unterhaltungscharakter zu unterstreichen. Und da versuchen wir halt der grassierenden Politikverdrossenheit in Deutschland ein bisschen entgegenzuarbeiten, um zu zeigen, dass Politik sehr wohl lustig sein kann. Man muss nur die richtigen Ausschnitte aus den Politikerreden zeigen. Ja. Was und dann heißt haben die Leute Spaß. Wer ist da alles bei? Ich habe ein Team von Reportern, die sich melden, zum Beispiel von Parteitagen, wo sie halt die Fragen stellen, die andere sich nicht zu stellen trauen. Und ansonsten senden wir eben vor allem auch Ausschnitte aus Politikerreden, die bei echten Nachrichtensendungen aus Barmherzigkeitsgründen weggeschnitten werden. Und wir senden die aber, weil wir sagen, das gehört auch dazu. Und wer sind deine Reporter? Kannst du uns da schon so ein paar Namen verraten? Ja, also du kennst vielleicht die Kollegin Martina Hill von Switch. Ja, kenne ich auch. Bewundere ich sehr, die junge Dame. Ja, genau. Die macht zurzeit brilliert sie unter anderem als Sonja Kraus in der aktuellen Staffel von Switch Reloaded. Und bei uns ist sie als Frau für die Umfragen und Zahlen, also unsere Version vom Politbarometer, an Bord. Also ich denke mal, ihr habt jetzt schon wahrscheinlich Spaß wie Bagger bei der ganzen Geschichte. Wir hatten sehr viel Spaß, ja. Wir haben auch vorher ein paar Sachen ausprobiert. Wir haben zum Beispiel mal einen Kollegen verkleidet und zu dieser neuen Hightech-Botschaft der Amerikaner nach Berlin geschickt, um zu gucken, wie sicher die wirklich ist. Haben wir einen jungen Kollegen erst als Berliner Bären und dann als Osama Bin Laden verkleidet. Und festgestellt, die Berliner Polizei hat erschreckend locker reagiert. Wirklich. Also der war fast drin, der Kollege. Auf wen jetzt? Auf den Bär oder auf Osama? Eigentlich haben sie auf Osama Bin Laden locker reagiert als auf den Berliner Bären. Sie hatten einfach nur irgendwann die Faxen dicke und haben ihn weggejagt. Aber er kam relativ nah ran an die Botschaft. Ja. Das heißt, sowas funktioniert tatsächlich. Und das ist ja für mich das Faszinierende, dass Satiren immer so unfassbar nah an der Wahrheit sind. Hast du gerade auch den Elefanten gehört? Was war hier los? Ich habe einen Elefanten gehört. Ich höre schon Stimmen. Ach so, hier nebenan wird ja immer Benjamin Blümchen aufgezeichnet. Das vergesse ich immer, genau. Törö. Nee. Ah, jetzt oh, will Johann, er uns zeigen. Geht doch. Okay. So, ich hoffe, du bist fast soweit. Ich, ich könnte das hier jetzt reinkippen. Genau, dann tu das mal weg. Ja. Ist das hier Öl? Das ist Öl, Johann, genau. Lass alles drin, dann brauchen wir nicht. So, also ich schneide jetzt hier gerade für das Spargelragout, welches hier vorne dünstet, mit dem asiatischen oder thailändischen Curry. Du weißt aber schon, dass du noch den Die anderen, schönen habe ich geschnitten. Cocktailtomaten und Frühlingslauch in so Stücke. Kommt das in den Kühlschrank? Die kommen alle rein, das Einlage. Dann können wir einen Kühlschrank stellen. Ganz zum Schluss. So, schön fein schneiden. Okay. Noch Ingwer muss man noch rein jetzt. Auch sehr gut zu Spargel, frischer Ingwer. Gerieben. Die Pfannkuchen kannst du raus tun, gleich nächsten machen. Wir brauchen 3 Stück insgesamt. So, wunderbar. Applaus. Guck mal, sehr schöne Pfannkuchen hier. Guck mal, hier. Johann, irgendwann hast du über den 100 Sendungen verlernt. Wenn das fein schneiden ist. Du hast zu viel von mir abgeguckt, Johann. Fein schneiden. Was, guck mal. Die Tomate, die freut sich, dass sie von mir zerschnitten wird. Oh, von denen bin ich sowieso sehr enttäuscht. Vergesst das nie, als ich das erste Mal gehört habe, Sherry-Tomaten. Was habe ich ein Theater darum gemacht? Das ist ja ein Riesenirrtum. Da ist ja kein Sherry drin. Nein, komm. Da war ich richtig sauer. Magst du mal deine Eier trennen? Schokolade ist ja auch nicht, aber ist egal. So.
Eier trennen. Diese vier jetzt, ja. Ja, kann ich das nicht hinter der Absperrung machen? So, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Das heißt, du kriegst halt jetzt dicke hin. Wie viele Eier haben wir denn sonst noch, außer diesen vier? Och, wir kriegen noch ein paar zusammen, du. Wir wollen also das Eigelb wo? In der Tasse wollen wir das Eigelb aufbauen, ne? Genau. So, jetzt erklärst du erst mal, was du gelernt hast beim letzten Mal. Guck mal in die Kamera, dann sagst du mal, Mama, jetzt zeige ich dir mal, wie das geht. Mama, guck jetzt weg. Man haut es auf. Ja. Warte mal, wo soll denn das Eiweiß rein? Das ist ja mal das die entscheidende Frage. Das Eiklar soll hier rein. Okay. Das Eigelb möchte bitte da rein. Gut, also würde ich... Könnt ihr nicht über irgendwas anderes reden in der Zeit? Wir bleiben jetzt bei dir. Hör doch auf. Meine Damen und Herren, es wird jetzt mal kurzfristig sehr, sehr spannend auch werden. Nachdenklich. Auch nachdenklich. Warte mal, wie war das noch? Jetzt kommt Yps mit Gimmick. Hier sollte doch... Meine Damen und Herren, Sie können jetzt gerade in diesem Augenblick sehen. Warte, ich will das Eiweiß hier rein. Zarte Hand von Oliver Welke, die Schale des Eies zertrümmerte. Ah, es ist noch kein Eigelb hier drin. Nichts. Ein wenig Ratlosigkeit tut sich bei ihm kund, was man daran merkt, dass er versucht abzulenken. Könnt ihr nicht euer Essen machen in der Zeit? Ein bisschen schade, ich musste das vorhin auch machen. Das Eigelb hat noch ein wenig Eiklar separat. Darf ich dir noch ein paar Tricks zeigen? Ja, bitte. Applaus, der Mann kann Eier trennen! Ein Teil von dem Eiklar ist ja hier auf unserem Rezept. So, jetzt zeigen wir den Liebe Frau Welke, schauen Sie mal, all das hier hat Ihr Sohn gemacht. Fuschzettel bekleckert. Ja, so. Okay. Hat er gesagt, guck weg. Du Ferkel, du. Pass auf, jetzt zeige ich dir nochmal, wie das geht. Ja. Ja. Du nimmst dir das so, schlägst zärtlich auf, lockerst langsam die Schale hier drüber. Ja. Lässt das Eigelb in einer Hälfte drin. Reinschmoddern, ja. Lässt es darüber flutschen, der Rest läuft unten rein. So, lässt es abtropfen. Und dann kommt das Eigelb erstmal da rein. So, Postlich, meine Damen und Herren. Ja, so. Machst du mit den anderen beiden auch nochmal. Dankeschön. Ich habe noch 800 Eier hinten zum Trennen für die Stromburg. Johann, ist die Farbe korrekt von deinem Pfannkuchen? Wieso? Das sieht so komisch aus. Das ist Oliven. Darauf ist Olivenpaste. So, jetzt legen wir da drauf erstmal, nachdem wir den Pfannkuchen mit Olivenpaste eingestrichen haben, legen wir darauf jetzt erstmal Schinken, ja? Ganz dünn am Barmer schicken. Ja. Wie, der deckt das Verbrannte mit Schinken ab und ihr sagt, ihr seid auch fertig. Na, Horst. Bleib mal ganz locker jetzt, ja? So, das sind hier, Horst, kennst du das hier? Guck mal, schau mal her, das Ergebnis von einem Büffel. Ich kenne das, das muss ja unglaublich wehtun, ne? Ein kompletter Büffel hat seine Mozzarellas geopfert. Ah, Johann, tut dir das nicht ein bisschen weh, wenn du das so schneidest? Nee. Lecker. 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 Na ja. Ja. Jetzt legen wir das da drauf. Ach, das wird eine Pizza. Das kenne ich, das wird eine Pizza. Der macht Pizzas. Weißt, ich habe mir schon oft gedacht, dass deine Fantasie nicht sehr groß ist. Ah, komm, das sieht schon ein bisschen aus wie Pizza. Das müssen die Zuschauer zugeben. So. Oder sieht das aus wie eine Pizza? Das war eine sogenannte Suggestivfrage. Nein, ich möchte sofort neues Publikum haben. Bitte das Ersatzpublikum reinbringen. So tief war die Frage gar nicht. So was, guck mal hier, schau her. Das wird jetzt eine Pizza Calzone. Also doch eine Pizza. Schau her. Guck mal her. Jawohl, so. Nehmen wir jetzt den Kühlschrank und du machst noch zwei, bitte. Noch warte, zwei, da bitte. Kommt der Zucker rein, ne? Dieser hier, ne? Ja, der Puderzucker sollte eigentlich hier rein. Gut. Das musst du separat, da kommt gleich der Zucker rein. Und Vanilleschote ausgekratzt. Ich habe irgendwie das Gefühl, du bist durcheinander gekommen. Man kann das Rezept nicht mehr lesen, da ist Eiweiß drauf. Was war das denn? Gut. Wo ist denn die Vanille? Guck mal, die Frau Kilius macht da so viel grünes Zeug rein. Die Rollen kann man nachher rauchen. Man kann nachher verwenden. So. Welcher Zucker kommt jetzt ins Eiweiß? Jetzt machen wir hier rein die Ananas. Der Zucker kommt ins Eiweiß. Ja, genau. Das und machst du mit dem Mixer. Königslauch und Tomaten. Den Mixer hol ich dir her. Guck mal hier, das ist doch Wahnsinn. Hier. Frühling ist da, Horst. Ja. Oh. Das schön steif schlagen. Okay. Ne? Ich komme dann gleich noch mal zu dir. So. Wie lange haben wir noch Zeit? 15 Minuten noch Zeit, Horst. Bist du fertig?
Ich werde fertig, ja. Ich habe sogar Zeit, noch mal zu telefonieren. Ja. Ja. Ich rufe nämlich jetzt die Martina Fehlau an. Und ihr wohnt in dem herrlichen Essen. Da passt sehr schön zur Sendung. Fehlau. Schönen guten Tag, Frau Fehlau. Horst Lichter von Naferlichter, lecker am Telefon. Oh, hallo, Herr Lichter. Hallöchen. Ihr Applaus. Frau Fehlau, was haben Sie für eine Frage? Ja, ich würde gerne mal wissen, ob man bereits gekeimte Kartoffeln noch essen kann. Man kann noch schon gekeimte Kartoffeln essen. Man sollte ihnen allerdings dann gründlich alles wegschneiden, wo die Keime rausgekommen sind. Und die schmecken natürlich nicht so richtig lecker. Eigentlich sollte man sie nicht erst keimen lassen, aber man kann sie noch essen. Die Keime selber, die sind übrigens giftig, die sollte man auf gar keinen Fall essen. Weil Esskartoffeln sind nicht wirklich lagerbeständig. Das heißt, die kann man nicht jetzt monatelang weglegen, sondern maximal 2-3 Wochen. Stimmt's, Johann? Bitte? Ja, kleinen Augenblick, ich verbinde sie mal ganz kurz. Ne? Geht um schrumpelige Kartoffeln, Johann. Hallo, grüß Gott, was kann ich tun für Sie? Hallo, Herr Lafer, ich möchte gerne wissen, ob man bereits gekeimte Kartoffeln noch essen kann. Ich kann dem, was der Horst hinzugefügt hat, ich kann dem, was der Horst gesagt hat, nicht viel hinzufügen. Okay, und wie lagert man Kartoffeln am besten? Am besten lagert man sie trocken im Keller, wenn Sie einen haben. Ja. Wir haben das früher so gemacht, dass wir im Winter die Kartoffeln in Sand eingegraben haben. Aber ich weiß nicht, wie das heute der Fall ist. Ansonsten halt bloß nicht feucht irgendwo lagern, sondern dunkel und trocken. Okay. Schön. Aber Kartoffeln gibt es ja mittlerweile, glaube ich, immer zu kaufen, oder? Ja. Tun wir weg. Ich glaube schon. Okay. Vielen Dank für den Anruf. Okay, ja, danke. Tschüss, servus, tschüss. Ja, du machtest mir gerade einen recht nervösen Eindruck. Was? Ne? Ja, ich war irgendwie abwesend. Du warst abwesend? So, wie schaut's aus? Zu viel Cherry-Tomaten, Dreck voll. Guck erst mal. Ich wusste es. Marika, was ist? Ich erst mal auf Oliver. Was ist denn damals zur Sportzeit das absolute Grundnahrungsmittel gewesen? Grundnahrung? Für euch. Was habt ihr da am liebsten gegessen oder was musstet ihr essen? Das war völlig frei, was du essen wolltest. Gab es da keine Ernährungsplan und so? Nix. Das war damals alles noch nicht so kompliziert wie heute. Ja. Und es hat auch funktioniert. Aha. Ja, wie man sieht und wie man weiß, hat es funktioniert, oder? Ja. Also ja. So. Wir haben halt viel Gemüse und viel Obst, halt gesundes Essen. Ja. Und das behält man immer bei. Ein bisschen Vanillemark. Was macht der ehemalige Partner? Jürgen spielt Theater. Spielt Theater? Ja. Habt ihr noch Kontakt? Ja, natürlich. Aber ihr tretet nicht mehr zusammen Jürgen auf, oder? Jürgen spielt Theater. Nein. Wie lange wart ihr bei Holiday on Ice? 25 Jahre. 25 Jahre? Ja. War lang genug. Ja, aber schön. War schön, ja. Toller Beruf. Wo ist der Schinken? Oh, Scheiße. Siehst du, so weit ist der Schinken von mir weg. Hat sie oh Scheiß gesagt? Ja. Aber sehr leise. Aber leise. Dezent. Aber was? Guck mal hier, ich habe super schöne Garnelen da. Aber das wäre doch eins, das könnte ich mal essen. Ja, kannst du essen, klar. Johann, so aber wie du ohne willst. Schinken. Ohne Johann. Schinken. Also mach ich den Schinken. Ja, mach eins für dich ohne Schinken. Genau, komm, ja? Ich esse den Schinken. So, danke dir. Danke. So. Und ich bade jetzt hier Garnelen schön, ja? Bitte ruhig. Haben wir Öl da? Wieder zurück, siehst du? Weißt du, was wir jetzt ich hab hier nur noch auf schöne, guck mal hier, diese Carabineros, diese Garnelen da, guck mal. Oh. Hier, magst du sowas auch? Willst du die verkaufen, ja. Johann, oder was, dass du die so anpreist? Mein Damen, darf ich Ihnen mal mein Speck zeigen? Du weißt... mein Speck. Was? Du weißt ja... was Himmel und Erd bedeutet, ja? Mehl ist ein Teich immer super. Ja. Das ist Erde, das ist Himmel. Das Schwein hat auch Gefühle. Finde ich auch. Wirklich, sowas. Sprichst du von mir, Johann? Oder nein, nein. Meintest du mich jetzt mit dem Nein, um Gottes Willen. Ich meine unser falsches Kotelett. Ich finde, das ist was ganz Leckeres. Ich glaube auch. Ja. Und das einfach auch unterrühren. Ja, Mehl schön unterrühren. Das sieht ja köstlich aus. Oh, dass du da direkt alles reingibst, so gut wie ich nicht. Kühlschrank rein. Aber ist okay. Ja, gut. Mach mal. Warum nicht?
Ja. Könnte ein komischer Teich werden, deswegen. Habe ich da links reingeschickt. Guck mal hinten links. Weißt du, normalerweise das Mehl ganz langsam unter den Teich heben. Ach so, gut. Weil es kann ja sein, dass das Mehl nicht abgewogen war. Komm, dann trenne ich noch mal schnell ein paar Eier, ist doch kein Problem. Was wird das Pfannkuchen? Nichts, alles gut. Das wird ein Pfannkuchen, Dirk? Ja, ja. Nein, Johann, geh nur drüben gucken. Das ist was ganz anderes, was wir hier machen. Genau. Was völlig Neues. Genau, das wird Fensterkitsch. Gerade jetzt, wenn bald wieder der Herbst kommt. Ja, das ist eine wunderbare Zeit. Ja. Siehst du, das ist doch astrein. Naja, astrein. Das ist zumindest spannend. Guck mal hier, jetzt kriegt das schon wieder ein bisschen was Cremiges. Ja. So, jetzt machen wir hier aber noch was Schönes rein, damit das wirklich vernünftig wird. Nämlich Sahne. Ein Spritzer Milch. Weil es ist doch ein bisschen viel Mehl jetzt drin, weißt du? Ja, ich dachte, was du da hinstellst, kipp ich da rein. So, sieht doch aus wie Teig. Mit etwas Fantasie. Liebe Frau Welke. Wir können meine Mutter auch nicht für alles verantwortlich machen. Der kippt einfach Mehl da rein. Ja. Nur weil ich ihm das hinstelle. Ja. Jetzt sieht aber lecker aus. Jetzt kommt das Ei klar drunter. Essig und Salz. Nee, das ist Sahne für mich. Johann, guck mal hin hier. Deine Gambas riechen extrem stark, wenn ich das sage. Nein, hör auf, die schmecken super da. Guck mal hin hier, das ist doch Wahnsinn. Guck mal in die Pfanne da, ist ein Traum, ein absoluter Traum. Die stinken trotzdem. Das riecht ein bisschen fischig. Mit Thymian dazu, mit Rosmarin, schön Salz reinmachen, Pfeffer. Das ist ein Wahnsinn, oder? Nein, das ist Öl. Ist das Öl hier? Was? Ist das Öl? Ich denke mal. Gut, Öl, ja genau. So, warte mal gerade, ich zeig dir noch was. Doch herrlich hier. Wahnsinn. Genau. Unterheben. Guck mal, Horst. Horst, guck mal her. Guck mal, jetzt fliegt Johann langsam weg, du. Das ist Gaumensex, guck mal. Gaumensex. Oh, das riecht aber wirklich super. Das riecht toll, Johann. Gaumensex. Mm. Pass es auf, wenn Sie im nächsten Schwimmen gehen, nicht dazu unterwegs welchen haben. Man sagt ja auch, so. Essen ist der Sex des Alters. Das passt doch ganz gut. Ja. Nimmst du das hier? Das ist Pfeffer, ja genau. Pfeffer drauf. Nein, nein. Doch, Horst, komm. Wir haben nur noch 4 Minuten Zeit. Was? Was? Scheiße. Na dann. Das hätte uns auch einer sagen können. 4 Minuten noch. Jetzt kannst du Gas geben. Das ist ein bisschen sehr überraschend, ne? Weil dann kriegen wir den Pfannkuchen bestimmt nicht fertig. Lass ihn auf der Platte stehen. Gib ihm jetzt die Hitze. So. Machen wir den Backofen aber an. Du, das Eis ist so weit von hart geworden, darauf kann jeder laufen, du. Guck dir das mal an, das hat sich schon unter dem Dingen versteckt, siehst du? Oh ja. Was? Das kriegst du nur noch mit dem Meißel da raus, das schwöre ich dir. Pass mal auf. Ja, guck mal da. Das ist ja. Das muss so? Ja? Muss das so? Nee, so muss das nicht wirklich, aber wir tun jetzt so, als wenn das so müsste. Das wäre perfekt. Ja. Machst du schön. Überleg dir schon mal, was du, wie du das zeigst, was du angerichtet hast. Na, hier. Ich hab doch das Eis nicht verbockt, oder? Wer hat dir die Maschine angemacht? Das warst du, ehrlich gesagt. So. Mist, der Kerl hat ein Gedächtnis, du, das gibt es gar nicht. So, ich hole mal meinen Speck hier raus, der ist nämlich fertig. Jetzt werde ich meinen Kartoffelstampf machen, damit ich den wenigstens hinkriege. Du passt auf den Pfannkuchen schön auf. Ja. Magst du den schnell in den Backofen schieben? Gerne. Ah, gut. In den unteren, ja? Ja. In der Buttermasse drauf, schön. Steine her. Gut. Ja. So. Alles ein bisschen mehr abschauen. Das seid ihr schon am Anrichten, Johann? Ja, sicher, die Zeit ist aber drum, Horst. Da hast du mich aber ganz schön gelingt heute. Tja, dann haben wir also in 45 Minuten 3 Streifen Speck hingekriegt. Das ist ja auch nicht schlecht. Aber an dir lag's nicht, Horst. Nein. 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 Was? Bist du so lieb, holst du mir aus dem Kühlschrank mal die angeschlagene Sahne. Ja, ich dachte, du meinst dann kannst du schon mal dein Eis anrichten. Okay, jetzt zeigen wir mal kurz die Roulade hier, wenn wir die gemacht haben. Ne? Ja. Womit wir alles fertig kriegen. Weil heute wird es mal so sein, dass ich nicht mal Basilikum drin. Ach Mensch. So, hier, guck mal hier. In der Geschichte dieser Sendung. Ah, guck mal. Siehst du, ist doch gut. Wie geil. Guck mal, das kriegst du sogar mit ein bisschen Gewalt los. Guck mal her, hier. Oh. Jawohl. So, Marika, schön. Jetzt mal, schön drauflegen auf dem Teller da vorne. Auch schon fertig. Da auf dem Salat, schön dekorieren. Das mache ich doch mal lieber umgekehrt. Ja, genau. Soll ich mir doch lieber mal zu mir? Mmh.
Wobei der stöhnt beim. Ja. Nicht mehr normal. Demütigen. Passt. Ich bin von meinem Essen begeistert. Das ist die Hauptsache. Ich bin von unserem Essen auch begeistert. Ich zeig da nur anders. Der Pfannkuchen sieht in jedem Fall interessant aus. Oh. Mmh. Das ist ja super. Ist ein Träumchen. Sensationell. Ist der schön. Wow. Wow. So müssen die sein. Ja, denn nur so sind sie richtig. Oben roh und unten angebrannt. Dann ist Borussia Dortmund-Kuchen, schwarz-gelb. Ja, aber so schlecht geht es dem Verein auch wieder nicht. Komm, stell mal beides auf den Tisch und hier muss das ja auch. Ja, sieh schon an. Warte, ihr macht das, wird dir zeigen. Als Mahnmal stellen wir den jetzt hin. Genau. Und wenn der trocken ist, kannst du damit super in die Küche fließen, das sag ich dir. Das wird sehr, sehr lecker werden. Meine Damen und Herren, in dieser Kochsendung gibt es auch etwas, was man essen kann. Schauen Sie mal hier zum Beispiel. Gucken Sie mal hier, Spargel, Ragout mit Ananas, Tomaten, Basilikum und diesen schönen Garnelen gebraten. Und hier, besonders erwähnen möchte ich hier von Marika Kilios, guck mal hier, unsere mediterranen Crepe-Böllchen mit einem superschönen Salat. Wie kannst du denn sagen, dass Marika Kilios Fettröllchen hat? Mediterrane Gemüseröllchen. Ach so. Auf Rucola-Salat. Stimmt, sie war ja Vegetarierin, Gemüseröllchen. Sehr schön gemacht, Kompliment. So. Komm, bring das Eis mit. Ich würde mal sagen, optisch haben wir uns ein bisschen verrannt heute. Aber ich finde das falsche, aber das ist lecker, das falsche Content sieht sehr edel aus, wie das da so tot drauf liegt. Sehr schön. So, das ist mal ein Menü für das erste dunkle Dinner. Das heißt, da machst du am besten gar kein Licht bei an. Komm, stell ihn ruhig mal dahin. So. Wenn einer der Zuschauer vielleicht den Pfannkuchen für den Weg nach Hause noch mitnehmen möchte, wir werden sie nicht aufhalten. Komm, es gibt in Köln ein wunderbares Restaurant. Wo kommst du hier hin, bitte bei mir? Lass ihn stehen, Johann, damit er fotografiert werden kann. Als sogenanntes Beweismittel. Ich muss mir das nochmal gehen. Guck mal, guck das nochmal gehen. Was ist denn das? Das ist ein Pfannkuchen, das sieht man doch wohl. Das ist eine Küchenfliese. Ja. Das sind jetzt hier so Bilder wie bei CSI Pfannkuchen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was könnte das sein? Ich kann dazu nur eins sagen. Lass es dir schmecken. Meine Damen und Herren, ich kann nur eins sagen. Wenn du ein Omelett richtig backst, das bleibt sogar so alleine auf dem Teller kleben. Schön! Grüß dich, Herr Samstag. Marika Kilius, Oliver Wendtke. Oliver, auf uns. Auf uns. Gib mal den Prost.